So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic hier auf der Ebonhawk. Wir haben 4 Planeten gleich zur Auswahl, zu denen wir fliegen könnten. Aber erstmal werde ich mit der Besatzung reden, ob die was Neues zu sagen haben. Hallo, Candorous. Ja, was liegt an? Vielleicht gibt es ja noch ein paar Geschichten über den Krieg, die ihr mir erzählen könnt. Ihr wollt noch eine Geschichte, ja? Über eine andere verwüstete Welt? Hey, ich wusste, dass ihr so einer seid. Eure stagnierende Republik hat die seltsamen Wesen, gegen die wir in jenen Jahren am äußeren Rand gekämpft haben, nie gesehen. Und sie wird es auch nie. Toll, da denke ich, der redet noch ein bisschen länger und will erstmal was trinken. Okay, was wollt ihr damit sagen? Wenn eine Welt nicht stark genug ist, um sich selbst zu verteidigen, hat sie ihre Daseinsberechtigung verloren. Aber diese Geschichte läuft ein klein wenig anders. Wir flogen durch ein Asteroidenfeld im Crispin-System am äußersten Rand der Galaxis und spielten ein wenig mit den dortigen Piraten und Schmugglern. Der Hauptgürtel im Crispin-System besteht im Wesentlichen aus kleinen, von gefrorenem Methangas umgebenen Felsen, welche die Piraten als Deckung benutzten. Ich weiß noch, dass wir mit Hilfe eines Wärmegenerators die äußere Schicht eines Asteroiden im Bruchteil einer Sekunde verdampfen ließen. Die 3 Piraten, die sich dahinter verkrochen hatten, wurden zerfetzt. Aber das war ein Fehler. Ging es nach hinten los? Der Asteroid, den ich anvisiert hatte, war kleiner als die meisten, vielleicht 12 Meter lang. Von der Außenseite her sah er wie jeder andere aus. Wie ein in gefrorenes Gas gehüllter Ball. Aber irgendwas muss da drin gewesen sein. Etwas, das in der Kälte inaktiv blieb. Die Hitze meiner Geschosse muss da etwas ausgelöst oder aufgeweckt haben. Nach einem Treffer entzündeten sich auf der dünnen Oberfläche etliche Licht- und Hitzepunkte, aus denen offenkundig Gase ausströmten. Was darunter lag, wirkte auf mich wie eine Felswucherung. Ein deformierter Felsen, übersät mit unzähligen Meteoritensplittern. Vielleicht befand sich auch noch etwas viel Älteres darin. Und was geschah dann? Das Ding begann zu rotieren, schneller und schneller. Nach einer Sekunde versprühte es plötzlich Feuer, Hitzegeschosse, die unsere Panzerung wie Wachs schmelzen ließen. Wir wurden völlig überrascht. Doch bevor wir reagieren konnten, entfernte es sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Ein Schiff? Wir konnten es nicht einholen, aber es gelang uns, seiner Hyperraumspur zu folgen. Bei dieser Verfolgung entfernten wir uns immer weiter vom galaktischen Kern. Als die Spur uns schließlich über die Grenze unserer Galaxis hinausführte, gaben wir auf. Etwas, was in dieser riesigen Leere offenkundig Selbstmord begehen wollte, war es nicht wert, weiter verfolgt zu werden. Aber das ist fürs Erste die letzte Geschichte. Ich habe noch ein paar mehr auf Lager. Später. Wenn sich die Gelegenheit bietet. Wollt ihr noch etwas anderes wissen? Im Moment sonst nichts, danke. Auch gut. Ich bin hier, wenn etwas erledigt werden soll. Ja, Candorous erzählt immer interessante Geschichten. Wen haben wir denn sonst noch an Bord? Hier ist niemand. Vielleicht hier? Vorräte. Achso, hier kann man... Ja, Lebensmittel und Vorräte. Okay. Habe ich die Dinger eigentlich schon durchsucht? Wahrscheinlich nicht. Ach nee, doch, habe ich irgendwann gemacht. Sektor? Hierbei scheint es sich um ein Geheimlager für Schmuggelwaren zu handeln, denn dummerweise kannst du es nur mit dem richtigen Code öffnen. Na toll. Was man hier so alles für ein Mist auf dem Schiff hat. Hier ist jetzt auch niemand. Mensch, Leute, das Schiff ist doch nicht so groß. Ah, hier ist T3M4, vielleicht hat der was zu sagen. Ja. Ich möchte ein paar Fragen stellen. Ihr wisst doch noch nicht einmal, was ich fragen wollte. Wenn euch etwas einfällt, nur zu, sagt es. Komischer Vogel. Habt ihr einen Wunsch? Vielleicht sagt er jetzt irgendwas Besonderes. Könnt ihr mir sonst noch irgendwas über euch erzählen, Salbar? Ich weiß, ja, das Übliche mit der Lebensschuld, wir kennen das. Dann will ich euch nicht weiter belästigen, bla bla, wir kennen das. Bei dem braucht man irgendwie ewig, bis der mal was erzählt.
Ach, hier geht's noch in so einen kleinen Raum. Ja, hier ist Johanni. Ich denke, ich muss mich für mein Verhalten euch gegenüber im Hain entschuldigen. Es war falsch. Verzeiht. Ihr dachtet, die dunkle Seite hätte euch verschlungen. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich euch angegriffen habe und dachte, ihr würdet mich töten wollen. Ich hoffe, dass ich mich, indem ich euch bei eurer Aufgabe beistehe, in euren Augen läutern kann. Und in meinen. Macht euch keine Gedanken, Johanni. Ich vergebe euch. Wir machen hier so den Samariter. Ich danke euch. Es ist gut zu wissen, dass ihr mir vergeben könnt, obwohl ich euch das Leben nehmen wollte. Ich kann nur hoffen, dass es mir die Zeit, die wir gemeinsam reisen, ermöglichen wird, es zu bewerkstelligen. Hast du sonst noch was zu sagen? Wie kann ich euch beistehen, Padawan? Ich habe mich gefragt, ob wir uns ein wenig unterhalten können. Worüber wollt ihr mit mir sprechen? Wie seid ihr zu einer Jedi geworden? Wie ich zu einer Jedi wurde? Ich bin mir sicher, ihr findet die Geschichte nicht sehr interessant. Wollt ihr sie wirklich hören? Ja, bitte, fahrt doch fort. Nun, es ist schon einige Jahre her. Auf meiner Heimatwelt sah man nur sehr selten Jedi. Vor allem dort, wo ich lebte. Wie ist die Heimatwelt der Kether so? Ich habe nicht auf der Heimatwelt der Kether gelebt. Meine Eltern waren vor langer Zeit von dort geflohen. Doch das ist wohl eher eine Geschichte für ein anderes Mal. Es war eine Welt der Menschen, auf der ich aufgezogen wurde. Das Ende des Universums. Eine Müllhalde, ohne Zweifel. Ein Ort, an den sich Jedi nur selten verirren. Aber wir hatten von ihnen gehört. Nun ja, wohl jeder im Universum hat von ihnen gehört. Also ist das nicht so erstaunlich. Meister der Wahrheit, Verteidiger der Gerechtigkeit, Helden der Republik. Für ein Kind war es sehr leicht, sich von dieser Vorstellung, von dem Mysterium, das sie umgibt, verzaubern zu lassen. Vielleicht war ich eines dieser Kinder. Und wie habt ihr es geschafft, zu einem Mitglied des Ordens zu werden? Als ich zum ersten Mal ein Jedi sah, wurden sie allem gerecht, was sich mein reger Verstand über sie ausgemalt hatte. Ich war voller Ehrfurcht und vielleicht ein klein wenig verliebt. Verliebt? Sie waren atemberaubend. Vor allem die Geschichten über ihren Anführer. Von diesem Augenblick an wusste ich, dass ich zu einer Jedi werden müsste, um mich aus dem Elend zu erheben, in dem ich seit meiner Geburt gelebt hatte. Ich wusste, als Jedi würde ich im Universum etwas bewirken können. Die närrischen Wunschträume eines Kindes. Doch dieses Kind hat seinen Wunschtraum wahrgemacht. Sobald es mir möglich war, verließ ich meine Welt und machte mich auf die Suche nach ihnen. Ich fand sie und wurde aufgenommen. Ich habe meinen Traum schon mehrere Jahre auf Dantooine gelebt, bevor ihr kamt. Obwohl ich vielleicht noch nicht wirklich für diese große Aufgabe bereit oder ganz dafür geeignet war. Wenn dem nicht so gewesen wäre, wäre ich sicher nicht der dunklen Seite verfallen. Doch dank euch wurde ich ins Licht zurückgeführt. Vielleicht werde ich ja doch noch erleben, wie sich mein Traum erfüllt. Kommt, es gibt viel zu tun. Wir sollten unsere Zeit nicht mit Geplauder vertrödeln, sondern handeln. Okay. Wie kann ich euch beistehen, Padawan? Dann nochmal wegen Unterhaltung. Worüber wollt ihr mit mir sprechen? Geht es euch gut? Ich danke euch dafür, dass ihr euch um mich sorgt. Doch ich bin noch immer ein wenig zittrig. Ernsthaft, da haben sie das englische What's wrong übersetzt mit Was ist falsch? Oh, die Übersetzung spielt zum Teil so schrecklich. Warum? Was ist los? Ich habe über mich selbst nachgedacht. Über Quadra und darüber, wie ich der dunklen Seite verfallen bin. Ich denke, dass es mein Zorn gewesen ist, der mich so weit getrieben hat, der mich beinahe verdammt hat. Wenn ich jetzt in mich blicke, kann ich ihn noch immer sehen und spüren. Vielleicht benötigt ihr einfach mehr Zeit. Mehr Zeit würde mir gut tun. Ich könnte mich so von meinem Zorn distanzieren. Ich denke, deswegen hat der Rat mir auch erlaubt, euch zu begleiten. Sie denken, dass ich mich in eurer Gesellschaft vielleicht davon befreien kann. Wenn ihr rückfällig werden solltet, greife ich ein. Ich danke euch für euer Mitgefühl und dafür, dass ihr mich annehmt, wie ich bin. Ich werde mich bemühen, zu beweisen, dass ich eures Vertrauens und eurer Kameradschaft würdig bin. Jo, da haben wir auch mal mit dem Kätzchen geschnackt.
Aber wo sind Bastila und Karth? Hier ist niemand. Ich bin ein bisschen verwirrt, die müssen doch auch auf dem Schiff sein. Ach nee. Ah, hier ist Bastila, da ist Karth. Bastila, hast du noch irgendwas Neues zu sagen? Wie kann ich helfen? Ihr wolltet mit mir reden? Ja, ich wollte mit euch über eure Mission sprechen. Darüber, was vor uns liegt. Es scheint Schicksal zu sein oder die Macht, die uns zu einem weiteren Aufeinandertreffen mit dem Dunklen Lord führt. Ihr müsst vorbereitet sein, wenn wir uns Malak stellen. Die Konfrontation wird schwierig für euch werden. Ich weiß noch, welche Probleme ich hatte, als ich Revan das erste Mal gegenüberstand. Ist es wahr, dass ihr Darth Revan getötet habt? Es stimmt, dass ich aufgrund der Kampfmeditation zu den Jedi gehörte, die Revans Schiff belagerten. Aber wir haben ihn nicht getötet. Aber ihr seid dafür berühmt, Revan eliminiert zu haben. Unsere Aufgabe bestand darin, Revan gefangen zu nehmen. Es war Malak, der sich plötzlich gegen seinen eigenen Meister wandte und Revans Schiff unter Feuer nahm, als wir noch an Bord waren. Er wollte sowohl uns als auch seinen Meister ausschalten. Glücklicherweise konnten wir fliehen, kurz bevor das Schiff explodierte. Klassischer Sith-Move, würde ich mal behaupten. Definitiv. Ja, was habt ihr sonst von den Sith erwartet? Stimmt. Und doch war der Ausgang dieser Schlacht unerwartet. Für uns alle. Revans Ende war unvorhersehbar. Wie ich schon sagte, wollten wir Revan lebend. Jedi sehen keinen Sinn darin, ihre Gefangenen umzubringen. Niemand verdient eine Hinrichtung, was auch immer er verbrochen hat. Vergesst nicht, dass Revan und Malak einmal große Jedi waren. Helden im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist die Gefahr der dunklen Seite für uns alle. Ich möchte lieber nicht mehr darüber reden. Die Erinnerungen sind schmerzhaft. Lasst uns zu unserer Mission zurückkehren. Ja, so läuft das bei den Sith leider. Karth, hast du was Interessantes zu sagen? Ja. Was habt ihr auf dem Herzen? Ihr seid in letzter Zeit sehr schweigsam gewesen. War ich schweigsam? Ja, ich nehme es an. Ich glaube, ich mag es einfach nicht, links liegen gelassen zu werden. Links liegen gelassen? Ich verstehe nicht ganz. Links liegen gelassen. Ihr wisst schon. Nichts gesagt bekommen. Hingehalten werden. Es fängt wirklich an, mich zu irritieren. So würde ich zum Beispiel gerne wissen, was der Rat der Jedi euch erzählt hat. Die haben euch hier hineingehieft und sich geweigert, mir irgendetwas darüber zu erzählen. Ich bin ziemlich neugierig, was da geschehen ist. Und warum sie euch nicht in der Ausbildung auf Dantooine gelassen haben. Ist das nicht seltsam? Sie meinten, es wäre wichtiger, dass ich helfe, die Sternkarten zu suchen, als zu bleiben. Und warum ist das so? Ihr wart auf Taris eine große Hilfe. Aber warum wollen sie euch unbedingt dabei haben? Sollten sie nicht besser für eine gescheite Ausbildung sorgen? Bisher habe ich mich ganz gut geschlagen. Obwohl, nee, sie sagten, zwischen mir und Bastila gäbe es ein Band. Ein Band? Was für ein Band? Wollt ihr damit ausdrücken, ihr werdet auf eine gewisse Weise an Bastila gebunden? Das kann ich kaum glauben. Ein Padawan-Neophyt mit dem Auftrag, diese Sternenkarten aufzuspüren? Warum? Es ist doch nicht normal. Ich will euch nicht provozieren oder andeuten, ihr werdet irgendwie verantwortlich für das, was der Rat der Jedi tut. Aber bitte, helft mir auf die Sprünge. Das muss doch einen Grund haben. Da hat er eigentlich recht. Warum ausgerechnet ein Padawan? Wahrscheinlich, weil dieser Padawan Protagonist der Geschichte ist, aber... Wollt ihr damit sagen, ich werde nicht gebraucht? Nein, ich... Das soll nicht heißen, dass man euch nicht will oder dass ich gehen will. Es ist nur... Ach, verdammt. Ich sage nur noch so viel. Ich werde nicht warten, bis ich ein weiteres Mal verraten werde. Ich werde euch nicht betrügen. Ich bin doch nicht Saul. Naja, wir werden ja sehen. Ich... So habe ich das nicht gemeint.
Ich will nur, Saul, ein... Na, vergesst es. Wie es scheint, kann ich euch nur beleidigen, nicht wahr? Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Wir sollten mit unseren Aufgaben fortfahren. Ich müsste eigentlich bei Bastina nochmal nachhaken, ob noch was Neues da ist. Wie kann ich helfen? Ich würde gerne mehr über euch wissen, Bastila. Ja, ich kann eure Neugier schon verstehen. Das liegt an dem Band, das zwischen uns besteht. Lasst mich euch etwas über mich selbst erzählen. Dann erzählt mir, wie ihr zu den Jedi kamt. Schon in jungen Jahren war klar, dass ich stark unter dem Einfluss der Macht stehe, wie die meisten Padawan. Als kleines Mädchen wurde ich dem Orden übergeben, um dort ausgebildet zu werden. Als ich in den Orden kam, verließ ich meine Familie auf Talvarin, wie es alle Padawan tun. Meine Familie ist immer noch auf Talvarin, soweit ich weiß. Ich habe nicht viel Kontakt zu ihnen, da das nicht gern gesehen wird. Nicht gerne gesehen? Warum? Beziehungen zu Familienmitgliedern sind beeinflusst von starken Gefühlen. Derartig extreme Gefühle sollen aber vermieden werden. Wut und Hass sind die schlimmsten Gefühle. Aber auch Liebe kann Unheil bringen. Vermisst ihr eure Familie überhaupt nicht? Wie alle, die dem Orden beitreten, habe ich gelernt, mit dem Leben zufrieden zu sein, das ich gewählt habe. Ich musste die Bindungen zu meiner Familie aufgeben. Das klingt nicht sehr überzeugt. Das ist eine harte Lektion, zugegeben. Ich hatte Probleme mit der ganzen Familie. Aber ich erinnere mich, dass ich meinen Vater lange Zeit sehr vermisst habe. Ihr standet eurem Vater sehr nahe? Sehr nah. Ich war noch sehr klein, als ich meine Familie verließ. Aber ich erinnere mich noch ganz genau an ihn. Er war großherzig und liebevoll. Meine Mutter war anders. Ich hatte Probleme mit meiner Mutter. Ich habe meine Familie früh verlassen, aber ich war alt genug, um zu erkennen, wie sie meinen Vater behandelt hat. Sie trieb meinen Vater zur Schatzsuche. Ich habe meine ganze Jugend auf Schiffen zugebracht, die uns von einer falschen Spur zur nächsten brachten. Sie brachte das gesamte Vermögen meines Vaters durch. Und dafür hasste ich sie. Ich glaube, sie war erleichtert, mich zu den Jedi geben zu können. Aber meinem Vater brach es das Herz. Ihr habt nie wieder Kontakt zu eurem Vater aufgenommen? Ein Kind ist noch nicht reif genug, um die Opfer zu verstehen, die gebracht werden müssen. Es ist besser, wenn es direkt jeglichen Kontakt zu seiner Familie abbricht. Als ich älter wurde, verstand ich die Weisheit, die hinter dieser Entscheidung steht. Ein Jedi muss tun, was getan werden muss. Persönliches ist dabei völlig unerheblich. Liebe kann einen nur auf Umwege bringen und für Verwirrung sorgen. Wollt ihr damit sagen, ihr fühlt gar keine Liebe mehr? Sogar ein Jedi kann seine Gefühle nicht vollständig kontrollieren. Wir müssen unser Bestes tun, um uns davor zu schützen. Egal um welchen Preis. Aber einige Opfer sind schwerer zu verkraften als andere. Ich möchte nicht weiter darüber sprechen. Ich möchte mich lieber wieder unserer Mission zuwenden. Ja, das ist so eine Sache, die ich an den Jedi auch überhaupt nicht mag. Muss ich ehrlich zugeben. Vor allem halt, muss man auch sagen, also ich finde auch die Sith nicht gerade sympathisch. Aber die Sith gehen einen Weg, der verständlicher ist, sage ich mal. Hat Karth noch irgendwas anderes zu sagen? Ja. Was habt ihr auf dem Herzen? Nö, nix. So ist es. Okay, dann, hier können wir nur das, ja, hier können wir dann ausruhen. Wir sind gerade auf Dantooine. Wir können auch nach Kashyyyk. Hoppla. Yavin. Moment. Also Kashyyyk, Korriban, Manaan und Tatooine brauchen wir. Ich wusste gar nicht, dass wir nach Yavin können. Warum? Das wird wahrscheinlich Yavin 4 oder sowas sein. Erstmal abbrechen. Ich denke nämlich, ich werde die Folge erstmal damit beenden, dass ich ein bisschen über die Wege der Sith und Jedi philosophiere. Was ich nämlich bei den Jedi als wirklich problematisch ansehe, ist tatsächlich diese Idee nach dem Motto, die Gefühle sind etwas, oder zumindest starke Gefühle sind etwas Schlechtes, was eben einen aus dem Gleichgewicht bringt und sowas. Das mag sein. Aber auch wenn man die Grundsätze der Jedi betrachtet, also dieses, es gibt keine Leidenschaft, nur Frieden und sowas, das ist sehr seltsam. Und
auch eben diese anderen Sachen, die Verleugnung bestimmter Sachen, anstatt, also quasi, dass man es bei sich selbst nicht zulässt. Während die Sith zum Beispiel sagen, aus Leidenschaft kann man Stärke ziehen. Klar, das ist dann auch etwas, was einen so ein bisschen zerstören kann, aber die Sith sind welche, die nach einer gewissen Stärke streben. Das tun die Jedi nicht so von sich aus, von ihren Werten her. Ich weiß nicht, ob ich die Kernsätze der Sith mal erwähnt habe. Die sind auch ein bisschen seltsam, aber die sind wenigstens eine Kausalkette, mehr oder weniger. Also, es heißt halt, Frieden ist eine Lüge, es gibt nur Leidenschaft. Okay, das ist ein bisschen seltsam, aber so sehen sie es halt. Die Sith suchen Konflikte, um an diesen Konflikten zu wachsen. Damit sind sie den Mandalorianern auch sehr ähnlich. Dann, zweites, aus Leidenschaft erwächst Kraft oder Leidenschaft gibt mir Kraft. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kraft gibt mir Macht. Die Macht bringt mir den Sieg und durch den Sieg bersten meine Ketten. Die Macht wird mich befreien. Das ist so, das sind so die Sätze der Sith. Und ich finde, die sind definitiv verständlicher als einfach nur, es gibt das nicht, es gibt das, es gibt das nicht, es gibt das, es gibt das nicht, es gibt das. Also klar, die Sith sind von Machtgier getrieben und sowas, aber ich finde, ihre Beweggründe sind, also und vor allem auch ihre Methoden, verständlicher als die der Jedi. Man kann ja zum Beispiel sowas auch positiv betrachten, gerade solche Leidenschaften oder Dinge, die man eben will, die vielleicht nicht mit ganz einfachem Urteilsvermögen betrachtet werden können. Ein einfaches Beispiel wäre, die Kraft aus der Sache zu ziehen, dass man jemanden beschützt, der einem was bedeutet. Das ist eine Sache, die wird in sehr, sehr vielen Geschichten ja auch als was Positives betrachtet. Das wäre für Jedi aber schon wieder eher was, das in Richtung dunkle Seite führt. Und das finde ich einfach irgendwie nicht richtig. Aber wir spielen halt kanonisch, das heißt, wie die Story offiziell verlaufen ist, auch wenn es nicht mit zum offiziellen Star Wars Kanon gehört, seit Disney übernommen hat, aber naja, so läuft's halt. Ich hoffe jedenfalls, ihr habt trotzdem weiter Spaß, auch nach diesem kleinen Exkurs. Und dann wird's in der nächsten Folge mal losgehen. Da werde ich dann einen Planeten aussuchen. Vielleicht wird's, ja, wenn vier, ich weiß es nicht. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.